schätze die Bauern grundsätzlich als pragmatisch ein. Das sehen Sie auch daran, die haben sich nicht sofort gegen die Gentechnik positioniert. Wenn sie sozusagen ganz grundsätzlich gegen die Gentechnik wären, hätten sie sich schon vor 20 Jahren dagegen positionieren können. Sie haben sich dagegen positioniert, als sie gesehen haben, dass die Eigenschaft, die zunächst auf den Markt kam, die Herbizidresistenz, dass die ihnen nichts nutzt und eben der Mehrheit der Kleinbauern in Bayern eher schaden wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das durchaus ändert. Andererseits muss man natürlich sehen, dass durch die Diskussionen in der Vergangenheit die Debatte etwas eingefahren ist. Also nachdem es auch relativ schwer war, gegen die Gentechnik zu mobilisieren, die CSU war ja zunächst pro Gentechnik, der Bauernverband war pro Gentechnik. Insofern war es für die Kleinbauern schwierig, das durchzusetzen. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, etwas durchzusetzen, dann gibt es verfestigte Fronten. Und das aufzubrechen, wird eventuell nicht leicht sein. Insofern kann es durchaus sein, dass wenn man da auch falsch kommuniziert, dass man da eben wieder nur sozusagen wieder Öl ins Feuer gießt. Gut, also Ihre Frage ist, ob biotechnologische Innovationen die bayerische Landwirtschaft verändern oder ob sie sogar die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die wir in Bayern meistens haben, stärken könnte. Ich glaube, das Letztere ist auf jeden Fall zu verneinen. Bestenfalls können biotechnologische Innovationen neutral sein im Hinblick auf die Hofgröße. Aber wir hatten in der Vergangenheit viele Innovationen, die eben nur den großen Bauern genützt haben und eben nur industrialisierte Entwicklung hin zur Industrialisierung gefördert haben. Und insofern, da muss man eben im Einzelnen dann sehen, welche Innovationen geplant sind, und dann muss man das sich im Detail anschauen, aber wie gesagt, sie können bestenfalls neutral sein.